Was hier aussieht wie eine illegale Sprayer-Aktion, ist in Wirklichkeit eine durchaus erwünschte Verschönerungsaktion der Oldenburger Innenstadt. Denn diese Gebäude, die Broveleithäuser, sind seit vielen Jahren der Schandfleck in der sonst so malerischen Innenstadt. Seit langem stehen diese Ruinen leer und sind dem zeitlichen Verfall ausgesetzt. Zu Beginn des Jahres wurden zudem Fenster und Türen der Gebäude mit Sperrholzplatten gesichert. Eine Maßnahme, die das City Management Oldenburg zum Anlass nahm, eine Verschönerungsaktion der besonderen Art ins Leben zu rufen. Es gibt ja diese Wandmalereien mit Oldenburgensien, vielleicht noch den Grafen drauf, da waren wir denn nicht so dafür. Und da haben wir gedacht, nee, da sollen sich junge Leute dann austoben können. Und wir haben auch überhaupt keine Vorgaben gemacht, was da drauf soll, die können sich hier frei entfalten. Ein Partner für diese Kunstaktion war schnell gefunden, das Probierwerk Oldenburg, ein Zusammenschluss junger Künstler, die in der Kunstrichtung Street Art zu Hause sind. Diese Kunstform hat es sich zur Aufgabe gemacht, Orte und Plätze des öffentlichen Lebens zu verschönern. Man möchte gesehen werden, also man möchte Teil des Ganzen sein, man möchte seine Kunst präsentieren können, ohne vielleicht so den etablierten Weg zu gehen. Ich glaube, das ist ausschlaggebend auch bei der ganzen Motivation dahinter. Kunst also, die nicht im Atelier auf konventionellen Leinwänden angefertigt wird und die für jeden, anders als im Museum, kostenfrei zugänglich ist. Bislang hat es in Oldenburg und in der Region noch nie eine so große Kunstaktion an einer städtebaulichen Ruine gegeben. In solch einer zentralen Lage bietet sie den Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit, ihre Werke legal der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Und die war begeistert. Ja, finde ich klasse. Ja, ist auf jeden Fall natürlich besser, als wie es vorher aussah, ne? Finde ich super. Finde ich gut. Wer sich selbst überzeugen möchte, hat 4 Tage lang über das Osterwochenende die Gelegenheit, den Künstlern in Aktion täglich ab 10 Uhr morgens bis in die Abendstunden über die Schulter zu schauen.